6 phone. Okay. Here. So. Ja, hier haben wir das iPhone 16 Pro Max, 6,9 Zoll Display vorne, also das größte iPhone Display jemals, und auch die Gehäusegröße ist ein bisschen größer geworden, schien aber so, als wäre hier der Rahmen ein bisschen dünner. Und auf der Rückseite haben wir, sieht eigentlich genauso aus wie vorher, aber erstmal ist das ja diese neue Farbe, what you call Titan Gold, Titanium Gold. Der ist ja Titanium, also Wüsten, Titan, Wüste oder wie auch immer es auf Deutsch heißt, ist so eine Art Gold. Interessant ist, dass zwei Kameras hier einen neuen Sensor haben, also 48 Megapixel Hauptkamera in der neuen Version und auch eine 48 Megapixel. 48 Megapixel Ultra Wide. Ah, okay, hier, also 48 Megapixel Fusion. Fusion heißt, das ist eigentlich die normale Hauptkamera, aber weil die eben so eine hohe Auflösung hat, hat man, wenn man nicht auf die fünffach optische Vergrößerung hier fürs Tele geht, kann man halt in den Sensor reinzoomen, ohne dass man hier so eine Unschärfe erlebt. Und hier oben ist die neue Weitwinkelkamera. Ja, am Rand sieht man eben hier die neue Kamerataste. Das ist eine coole Funktion. Und ja, denn wenn man es öffnet, sieht man hier iOS 18. Apple Intelligence kommt dann mit 18.1. Aber ja, leider, das ist so der größte Frust eigentlich für die deutschen Nutzer, nicht für die deutschen Nutzer, zumindest bisher nicht angekündigt. The new Siri is not on this. No, okay. Also das ist jetzt so, wie es rauskommt. Da ist auch nicht das neue Siri drauf, was dann eben auch noch mit Apple Intelligence kommt. Ja, was sind die wichtigsten Neuerungen? Die Kamera, die Bildschirmgröße und, was man jetzt nicht sieht, der neue A18 Prozessor, der eben für die Foto-App und eben auch natürlich vor allem für die KI mehr Power bringen soll. Ja, das so unser erster schneller Eindruck vom iPhone 16 Pro Max. The one press goes into the camera. The light press brings up photo styles. The double press takes you back to the camera features. If I go into camera, light press can change the zoom. So let me just translate. So das ist der neue Kamera-Button oben auf den hier auf dem 12 Pro Max, 16 Pro Max. Wir sehen, man gibt es wie früher bei Kameras so mehrere Druckebenen, man drückt so leicht und dann hat man die verschiedenen Controls für die Schärfe und eben auch ja, ganz viele Einzelkontrollen. Also etwas, was bei normalen Kameras gar nicht möglich war hier. Die ganzen Farbvoreinstellungen, Farbsettings, ja, wirklich eine coole Sache. Ja, okay.